Da steht meine Arbeit für die nächsten Wochen. Sanierung meines Wohnmobils. Das sind die Blechteile. Eine ganze Palette voll. So, jetzt haben wir den Haufen zerlegt. Eine Menge Müll. Dann, das ist die Ausbeute. Dieses handliche kleine Stückchen ist, wie man bestimmt erkennen kann, die Karosserie auf der Fahrerseite. Das hier, das ist das wichtigste Stück, denn wie wir vorhin gesehen haben, ist genau auf der Beifahrerseite das unten ziemlich verknittert und das ist mit der Hauptgrund, warum ich die ganze Lieferung hier haben wollte und bekommen habe. Das handliche Stückchen hier, das ist der Radkasten auf der Fahrerseite. Da schließt sich jetzt hier praktisch die Karosserie an. Netterweise hat man da schon das Teil drüber geschweißt, also das ist schon gedoppelt hier. Und beim Rest muss ich erst einmal schauen, wie es geht. Das gleiche haben wir für die Fahrerseite. Das sind die sogenannten Lampendome. Die kommen da quasi in die Löcher innen rein für die Lampen, logisch. Nummer 2. Und das ist das Lüftungsgitter, das der Karosserie zwischen den beiden großen Teilen oberhalb der Motorhaube ist. Das ist zwar nicht kaputt, aber das habe ich mir einfach mal auf Vorrat gekauft. Man weiß ja nie. Also mir weiß am liebsten, wenn ich es nie brauchen würde. Servus! Grüß Sie! Meine Bleche sind gekommen, jetzt wäre es ernst. Ja, riecht schwer nach Arbeit. Stinkt geradezu. Das Zerschirrungswerk beginnt. Thank you.
So, man sieht also schon, das ist ein ganz schön großes Loch geworden inzwischen. Nicht unerheblicher Teil ist weg und jetzt das nächste, was dann sein wird, dass ich da drin die ganzen Teile erstmal abschrub, um sie zu grundieren, bevor ich da irgendwas drüber schweiß. Also falls das Mercedes Originalbaukunst ist, dann ist eine Mercedes Baukunst aber auch nicht weit her gewesen. Glaube aber nicht. Das ist übrigens kein Loch. So, ich habe jetzt hier vorne die ganzen Teppiche alles rausgerissen. Es wird auch das Zeug noch dran kommen, denn man wird es vielleicht hier schwer sehen. Hier ist der Raddom und dieser ganze Raddom, der muss komplett raus, denn da haben wir hier eben schon das neue Teil, das da eingeschweißt werden soll. Wird eine spannende Angelegenheit. Ich habe das in der Größenordnung und Dimension ja auch noch nie gemacht. Wie sagt der Beckenbauer? Schauen wir mal.